Wort hat die Frau Abgeordnete Wissler, Fraktion DIE LINKE. Janine, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! SPD und FDP wollen eine Enquetekommission einsetzen und mit Wissenschaft und Wirtschaft beraten, wie die Mobilität der Zukunft in Hessen aussehen könnte. Die Analyse im vorliegenden Einsetzungsantrag ist dabei im Großen und Ganzen nicht falsch. Und das betone ich auch deshalb vorweg, weil beide Parteien ja verkehrspolitisch nicht immer die Speerspitze des verkehrspolitischen Fortschritts sind, um es einmal ganz vorsichtig zu sagen. Die FDP kämpft gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen und stand in Wiesbaden gerade an der Spitze derer, die den dringend notwendigen Straßenbahnbau mit fragwürdigen Argumenten torpedierte. Man könnte auch sagen, mit Fake News torpedierte. Und dass ausgerechnet die FDP, für die eine Straßenbahn offensichtlich schon eine Überforderung in Sachen Innovation ist, dass ausgerechnet sie eine Enquete zur Mobilität der Zukunft fordert, das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, meine Damen und Herren. Ja, und es gibt, bei manchen SPD-Abgeordneten haben wir das Gefühl, sie würden die Bäume im Dannenröder Wald am liebsten eigenhändig rausrupfen und sich selbst auf die Bagger setzen, damit an der Stelle eine Autobahn betoniert werden kann. Fridays for Future geht auf die Straße. Wir diskutieren über Klimaerwärmung und Klimaschutz. Und gleichzeitig baut das grün regierte Hessen den Frankfurter Flughafen aus und rodet den Dannenröder Wald für neue Autobahnen. Was für ein Irrsinn! Und folgerichtig landet Hessen auch im Länderranking Mobilität der Umweltverbände und Verkehrsverbände auf Platz 12. Nur auf Platz 12 und beim Klimaschutz noch einiges schlechter. Und wir als LINKE sehen die großen Herausforderungen an die Verkehrsplanung der kommenden Zeit. Klimaschutz, lebenswerte Städte für die Menschen und bezahlbare Mobilität, auch ohne Auto und auch im ländlichen Raum. Dazu kommen die Fragen um die Logistik und den weitgehend unregulierten Güterverkehr, der unsere Straßen und Städte überrollt. Und Herr Minister, vielleicht sollte man auch die Corona-Krise mal zum Anlass nehmen. Wäre jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, um das Millionengrab Kassel-Calden endlich in Würde sterben zu lassen. Vor Corona hat diesen Flughafen keiner gebraucht, jetzt erst recht nicht. Vielleicht kann man dieses sinnlose Projekt, für das Ihr Herz ja auch nie größer schlug, vielleicht jetzt auch endlich mal beenden. Ich glaube, gerade in dieser Corona-Krise ist das Geld anderswo sinnvoller eingesetzt. Meine Damen und Herren, der Verkehrssektor ist noch immer der große blinde Fleck in allen Klimaschutzbemühungen, während z. B. im Gebäudebereich oder im Bereich der Stromerzeugung es zumindest einen Trend in die richtige Richtung gibt, sind die CO2-Emissionen des Verkehrs seit 1990 nicht gesunken. Die durch die Verkehrsinfrastruktur versiegelte Fläche steigt von Jahr zu Jahr, und der Verkehrssektor ist mit etwa 38% auch der größte CO2-Emittent in Hessen. Und es gibt natürlich auch Probleme jenseits des Klimaschutzes, der eine Verkehrswende dringend erfordert. Das ist der Lärm, das sind die Abgase, der Flächenverbrauch und deutschlandweit Tausende Tote jedes Jahr. Gerade die Ballungsräume ersticken in Autos, und so kann es nicht weitergehen. Die Frage ist aber, gibt es hier wirklich ein Erkenntnisproblem? Ist es wirklich jetzt angesagt, zu sagen, machen wir jetzt mal langsam, setzen wir uns mal an einen runden Tisch und lasst uns mal überlegen, was wir jetzt machen? Weil eigentlich ist es doch so klar, was wir tun müssen. Das liegt doch auf der Hand. Aber um das zu tun, muss man eben auch bereit sein, sich mit den Interessen der Automobil- und der Luftfahrtindustrie anzulegen, meine Damen und Herren. Dazu brauchen wir sinnvolle Konversionsprogramme, die die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und beim Flugverkehr erhalten und vor allem, um sie zukunftsfähig zu machen. Da darf man nicht festhalten an veralteten Technologien, sondern wir müssen bei den Zulieferern, aber auch bei den Automobilherstellern, die brauchen Konversionskonzepte, um die Arbeitsplätze zukunftsfähig zu gestalten. Und auch das heißt Verkehrswende, meine Damen und Herren. Es gibt in der Verkehrswissenschaft und der Stadtplanung eigentlich keinen Dissens darüber, dass die Wunden aus den Zeiten der autogerechten Stadt geheilt werden müssen. Die Bevorzugung des motorisierten Individualverkehrs muss beendet werden. Die Relikte dieser Zeit müssen rückabgewickelt werden. Die Stadtautobahnen, die mehrspurigen Stadtstraßen, die Verbannung von Fuß-, Rad- und Bahnverkehr irgendwie an den Rand, unter die Erde, irgendwohin, wo sie nicht stören.
Und es muss Schluss damit sein, dass wir für immer mehr Autoverkehr immer mehr Straßen und immer mehr Fahrspuren bauen, die dann immer noch mehr Autoverkehr verursachen. Und es muss Schluss sein, dass Autos immer größer werden. Mittlerweile ist jedes fünfte neu zugelassene Auto ein SUV. Das ist ein Irrsinn in vollgestellten Innenstädten, meine Damen und Herren. Der Automobilverkehr muss weniger attraktiv gemacht werden, und gleichzeitig müssen die Alternativen attraktiver gewesen werden. Ich höre schon, die SUV-Fraktion schreit auf. Genau Sie meine ich. Wir brauchen eine Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken. Ja, Vergiftung des Klimas ist Spezialgebiet der AfD, nicht nur mit Abgasen, sondern auch mit Äußerungen. Darüber besteht hier in diesem Haus ja weitgehende Einigkeit. Was wir brauchen, ist die Reaktivierung von Bahnstrecken, die autofreie Innenstädte, mehr Lebensqualität, weniger Platzverbrauch durch fahrende und parkende Autos, kluge intermodale Verkehrskonzepte. Das brauchen wir, eine neue Art, Mobilität zu denken, aus ökologischen, aber auch aus sozialen Gründen. Kein Mensch sollte auf ein Auto angewiesen sein, um seine täglichen Wege zurückzulegen, auch nicht auf dem Land, und Mobilität muss bezahlbar sein. Im schwarz-grün regierten Hessen feiert man sich für Mitnahmebänke und Bürgerbusse, wo Ehrenamtliche in die Lücken des Staates springen. Nichts gegen dieses ehrenamtliche Engagement. Aber es ist ein bisschen wie mit den Tafeln. Toll, dass es jemand macht, aber ärgerlich, dass es das überhaupt geben muss. Nein, das ist Mobilität der Almosen für Seniorinnen und Senioren, für Mobilitätseingeschränkte. Das ist kein attraktiver ÖPNV auf dem Land und erst recht keine Verkehrswende. Und das brauchen wir und kein ehrenamtliches Engagement, das diese Lücken füllt, meine Damen und Herren. Zur Attraktivität des ÖPNV gehört auch unsere Forderung nach erheblichen Preissenkungen, am besten einem Nulltarif. Die Menschen sollten nicht dafür bezahlen müssen, dass sie das Richtige tun. Wir brauchen einen erheblichen Ausbau der Infrastruktur und des Angebotes, gerade im ländlichen Raum. Weite Teile des ländlichen Raums sind faktisch abgehängt vom ÖPNV. Da gibt es keine Alternative zum Auto. Und hier müssen wir dringend Dinge verbessern. Und ich will auch den Punkt Barrierefreiheit ansprechen, weil auch hier gibt es viel zu tun, und es geht zu langsam voran. Die zügige Modernisierung der noch nicht barrierefreien Bahnhöfe ist dringend notwendig, damit eben auch alle Menschen, auch mobilitätseingeschränkte Menschen, Busse und Bahnen nutzen können, meine Damen und Herren. Und natürlich liegt uns auch am Herzen die guten Arbeitsbedingungen ÖPNV. Dass Busfahrerinnen und Busfahrer nicht zwei Jobs machen müssen, weil sie nicht über die Runden kommen. Dass Arbeitsbedingungen bei Bus und Bahn tarifgebunden sind, dass die Arbeitsbedingungen und auch die Arbeitszeiten menschenfreundlich sind. Auch dafür setzen wir uns ein. Und da gab es in Hessen, insbesondere in den Zeiten der CDU-Alleinregierung und in den schwarz-gelben Jahren, einige sehr heftige Fehlentwicklungen, gerade was die Ausschreibepraxis angegangen ist, die Vergabepraxis angeht. Hier müssen soziale Kriterien im Vordergrund stehen, gute Arbeitsbedingungen im hessischen ÖPNV, meine Damen und Herren. Beim Radfahren wird immer viel geredet und öffentlichkeitswirksam beworben, aber im Alltag bleibt Radfahren oft eine Zumutung und eine sehr gefährliche obendrein. Die unterfinanzierten Kommunen haben kaum Mittel für eine zusammenhängende Planung von Radnetzen und müssen Stückwerk machen, wenn Straßen sowieso saniert werden. Und so kommt es eben zu diesen berüchtigten im Nichts endenden Radwegen oder Schutzstreifen als Sparvarianten. Das ist keine sinnvolle Infrastruktur. Und auch im Bereich der Logistik gäbe es natürlich viel zu tun. Die Autobahnen sind eine große Lkw-Schlange. Durch jede kleine Wohnstraße fahren heute mindestens ein halbes Dutzend Paketwagen pro Tag. Und hier stellt sich die Frage, wie dieser Transportirrsinn in den Straßen und Städten sinnvoll reguliert werden kann, auch indem man regionale Wirtschaftskreisläufe stärkt. Da kann man in Hessen ein bisschen was machen, aber dazu brauchen wir wirklich bundesweite Anstrengungen, meine Damen und Herren. Kurzum. Wir versperren uns natürlich keinem Erkenntnisgewinn, und wir unterhalten uns gerne über die Mobilität der Zukunft. Bei Fragen, wie die Verkehrswende gelingen kann, wie die Autos aus den Städten zurückzudrängen sind, wie der Umstieg auf einen Nulltarif gelingen kann, sind gute Konzepte notwendig. Und ich finde, wir müssen aufhören, hier über Verzicht zu reden. Sondern es geht nicht um Verzicht, es geht um ein Mehr an Lebensqualität. Es geht darum, weniger Lebenszeit im Stau zu verbringen, weil die Leute, die täglich im Stau stehen, freuen sich nicht, dass sie so mobil sind, sondern sie ärgern sich über die wertvolle Lebenszeit, die sie im Stau verlieren.
Wir brauchen mehr Grünflächen und saubere Luft. Die Verkehrswende ist eine Chance und ist eine Möglichkeit, Lebensqualität für viele Menschen zu erhöhen. Deswegen stimmen wir der Enquete-Kommission zu, aber wir warnen davor, sie darf nicht dazu führen, dass wir jetzt jahrelang diskutieren und nichts passiert. Weil die Verkehrswende muss umgesetzt werden, und sie muss jetzt umgesetzt werden, und zwar schnell, damit wir mit den Klimaschutzzielen einfach jetzt auch voranbringen. Und deshalb, ich komme zum Schluss. Lassen Sie uns die Enquete-Kommission einrichten. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie die Verkehrswende gelingen kann, wie man Mobilität bezahlbar macht, gerade angesichts der Situation, die wir heute haben in Hessen. Aber wir haben kein Zeitfenster, um zu warten. Wir müssen die Verkehrswende auch jetzt anpacken. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Abg. Dr. Stefan Naas. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Weder das Rad noch das Fahrrad noch das Auto oder die Eisenbahn wurden in Hessen erfunden, aber alle neuen Verkehrsträger haben sehr schnell den Weg nach Hessen gefunden. Und so verwundert es nicht, dass 1909 die erste Fluggesellschaft der Welt in Hessen gegründet wurde. Das war die DELAG, aber Vorsicht! Es waren keine Flugzeuge, sondern das war die Deutsche Luftschifffahrtsgesellschaft. Und dementsprechend ist auch damals nicht klar gewesen, welches Medium, welcher Verkehrsträger sich am Ende durchsetzen wird. So viel zum Thema Technologieoffenheit. Wer also Innovationen aus Hessen sucht, große Erfindungen, der wird etwas länger suchen müssen. Aber 1961 wurde die Parkscheibe in Hessen gefunden oder erfunden. Und zwar in Kassel. Und das zeigt, Hessen hatte eine besondere Affinität zur Mobilität, denn wir sind das Transitland in Europa, wir sind die ewige Drehscheibe, wir liegen an wichtigen Handelsrouten, die durch Hessen verlaufen. Und vielleicht an die Kollegen von den Linken, es gab mal Zeiten, da war man stolz drauf, an einer Straße zu liegen. Steinau an der Straße ist ein schönes historisches Beispiel. Das war die Handelsroute von Frankfurt nach Leipzig. Und es ist schon erwähnt worden von der Kollegin Faeser, wir haben das größte Autobahnkreuz, den größten Bahnknoten in Frankfurt, aber auch den größten Kontinentalflughafen. Und das bedeutet für uns Wohlstand. Und deswegen ist der Satz, an Hessen führt kein Weg vorbei, nach wie vor aktuell und richtig. Denn unsere Wirtschaft und unser Wohlstand hängt von einer guten Erreichbarkeit, von einer guten Mobilität, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen hat die Verkehrspolitik in Hessen für uns auch eine besondere Bedeutung. Und deswegen sind wir Freie Demokraten auch hier Mitantragsteller einer Enquete-Kommission zur Zukunft der Mobilität. Nirgendwo ist Verkehrspolitik wichtiger als in Hessen, denn unser aller Wohlstand hier hängt davon ab. Und, Kollege Gagel, deswegen ist das auch kein Laberclub, wenn man sich mit einer Enquete-Kommission genau mit diesem Zukunftsthema beschäftigt und sich darüber austauscht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Freie Demokraten sehen uns als Mobilitätspartei. Wir haben deswegen auch in der Vergangenheit viele Anträge gestellt, Frau Kollegin Walter. Und ich will mal nur an die der letzten zwei Jahre erinnern. Wir haben uns gegen Fahrverbote für Benziner und Diesel eingesetzt. Wir haben die Wettbewerbsfähigkeit des Frankfurter Flughafens in den Blick genommen. Wir haben für Datentransparenz, Open Data, Echtzeitdaten im ÖPNV gekämpft, auch ein wichtiger Antrag. Wir haben die Planung und den Bau des Fernbahntunnels unterstützt mit einem eigenen Antrag. Wir stehen aber auch zum Lückenschluss, Frau Kollegin, zum Lückenschluss der A49, und zwar ohne darum zu eiern. Glauben, dass das Projekt nach 30 bzw. 40 Jahren jetzt auch abgeschlossen werden muss. Und gleichzeitig haben wir in diesem Plenum aber auch einen Antrag zu einer Wasserstoffstrategie in Hessen eingebracht. Wir haben allein drei Gesetzentwürfe in dieser Legislaturperiode vorgelegt zum Thema Verkehr, das Seilbahngesetz, das Radschnellwegegesetz und das Carsharing-Gesetz. Letzteres ist ja immerhin als Material für einen Regierungsentwurf für gut befunden worden. Also, kleine Erfolge bleiben doch, Frau Kollegin Müller. Und mit Blick auf die Diskussion gestern,
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Seilbahngesetz haben Sie auch zugestimmt. Also, es gibt Gemeinsamkeiten. Und wenn es der eine oder andere nicht wahrhaben will und die Frau Kollegin Müller und die Frau Kollegin Walter auch immer wieder überrascht sind, wir haben ein äußerst breites Portfolio als Freie Demokraten, was den Verkehr angeht. Und es zeigt auch, dass wir ein umfassendes Konzept von Mobilität im Blick haben, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die Entscheidung über Verkehrsmittel muss dem Einzelnen überlassen bleiben. Und wir wollen auch nicht die Verkehrsträger gegeneinander ausspielen, sondern wir wollen sie vernetzen. Ich glaube, dass das die entscheidende Frage auch der Enquete-Kommission sein wird. Meine Damen und Herren, einzelne Verkehrsmittel sollen ihre Stärken ausspielen. Sie sollen sich gegenseitig ergänzen. Denn wir wollen Mobilität ermöglichen und nicht einschränken. Und das gilt vor allem auch auf dem Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen ist das eine oder andere, was die Kollegin Wissler hier gesagt hat, auch weltfremd. Weil man kann das alles schön fordern, aber man muss auch die Realitäten in den Blick nehmen. Und man fragt sich natürlich schon bei so vielen Einzelinitiativen, zu was brauchen wir eine Enquete-Kommission? Ich glaube schon, dass es riesige Umbrüche gibt. Es ist mir schon klar, dass Sie das irritiert hat, dass Sie nicht so etwas fordern nach Ihrer Rede, sondern dass das von SPD und uns kam. Verstehe ich, dass Sie das interessiert. Nur bei den riesigen Umbrüchen sprechen Sie von Energiewende. Ich bin gar nicht sicher, ob wir dasselbe meinen. Schon deswegen wäre auch eine Enquete-Kommission wichtig, dass wir uns vielleicht einmal über diesen Begriff austauschen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie sieht denn die Mobilität der Zukunft aus? Wir glauben, die Probleme sind nicht zu lösen, indem man das Auto verteufelt. Kollege Meißner hat da recht. Herzlichen Dank. Indem man alles auf die Karte Lastenfahrräder und Elektroautos setzt. Wie irrsinnig ist es eigentlich, bei einem boomenden Radmarkt auch noch Lastenfahrräder einzeln zu subventionieren? Eine völlige Fehlallokation. Wir glauben auch nicht, dass Dieselfahrverbote richtig sind. Und wir glauben auch nicht, dass man Autobahnen verhindern muss, wenn sie einen sinnvollen Lückenschluss wie bei der A49 darstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Straßensperren zugunsten von Fahrrädern ist nicht sinnvoll, und Technologieoffenheit systematisch politisch zu verhindern schon gar nicht. Wie geht es also weiter mit dem Landesstraßenbau bei einem Verkehrsminister, der bekanntermaßen ungern Straßen baut, wo die Nettoinvestitionen im Landesstraßenbau seit Jahren negativ sind, hinter denen Abschreibungen zurückbleiben? Da gilt der alte Satz von gestern, ja, Hessens Staus beginnen im Verkehrsministerium. Wie beschleunigen wir Planungs- und Genehmigungsverfahren? Welche landesrechtlichen Möglichkeiten haben wir? Wie können wir auf der anderen Seite aber den Frankfurter Flughafen stärken, damit er auch konkurrenzfähig bleibt? Und damit meine ich auch eine bessere ÖPNV-Anbindung und eine Verbesserung der Logistikketten. Und wie erreichen wir vor allem, es wird Sie vielleicht wundern, Kollegen von den Linken, wie der Flughafen bis 2030 emissionsfrei werden kann und nicht bis 2050. Und ich glaube, da hat Hessen eine Riesenchance mit dem Wasserstoff, sowohl was den Flughafen angeht, als auch was die Binnenschifffahrt angeht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schaffen wir denn die beste Infrastruktur für den Radverkehr? Vor allem, wie überzeugen wir die Regierung, dass überörtliche Radwege in die Obhut des Landes gehören und nicht in die Obhut der Kommunen? Und wie können wir endlich dem Minister vielleicht auch helfen, seine schwache Bilanz bei den Radwegen aufzubessern? Weil die neueste Kleine Anfrage hat ja gezeigt, pro Jahr 4 Kilometer entlang von Landesstraßen. Das ist einfach zu wenig. Auch da beginnen Hessens Staus im Verkehrsministerium. Wie beleben wir die Kapazitätsprobleme im ÖPNV nach Corona mit einer veralteten Tarifstruktur bei gleichzeitig immer mehr Flatrate-Tickets? Wie können wir den Neubau vorantreiben? Und ist die Schiene immer die Alternative? Und jetzt bin ich bei Ihrem Lieblingsthema. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger in Wiesbaden haben recht, wenn sie die Citybahn ablehnen und Wasserstoffbusse fordern. Das ist völlig in Ordnung gewesen. Und das zeigt, dass man eben sehr genau auf die einzelne Stadt gucken muss und dass es eben keine ideologischen Standardrezepte gibt wie bei den Grünen, sondern dass Sie genau gucken müssen, für welche Stadt welcher Verkehrsträger das Richtige ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie behandeln wir die innerstädtischen Verkehrsprobleme? Wie bereiten wir Hessen auf Lastendrohnen vor? Ich denke, 4 Paketdienste am Tag, das hält keine Nachbarschaft aus.
und wie können wir die Digitalisierung nutzen in einem neuen Verkehrskonzept zur Stauvermeidung für eine flexible Verkehrslenkung. Es war damals ein Quantensprung, als Minister Posch die Standstreifen freigegeben hat auf der A5. Und, ja, das war ein Quantensprung für das staufreie Hessen damals. Und ich kann mich da sehr daran erinnern, und ich habe das als sehr wohltuend empfunden. Ich will Ihnen an dieser Stelle auch eins sagen. Das war der Anfang einer Digitalisierung, weil damals erstmalig Straßenschilder installiert wurden, die man auf Knopfdruck auch verändern konnte. Und das ist ein wesentlicher Schritt gewesen. Heute müssen wir darüber diskutieren, ist es möglich, mit einem Online-Ticket Carsharing zu betreiben, mit der Bahn zu fahren und dann vielleicht auch noch aufs Auto oder eben aufs Fahrrad wieder zu springen für die letzte Meile. Das wäre, glaube ich, auch etwas sehr Lohnenswertes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Fragen über Fragen. Und genau deswegen, glaube ich, brauchen wir eine Enquete-Kommission. Ja, Frau Kollegin Wissler, wir sind halt noch nicht so weit wie Sie. Sie haben ja schon das komplette Programm. Wir sind trotzdem der Auffassung, dass es lohnt, mit Ihnen auch in der Verkehrsenquete zu diskutieren. Ja. Ja, ist in Ordnung. Wir können ja auch immer wieder mal diskutieren. Und ich freue mich dann auf die gemeinsame Zeit. Ich hoffe, dass Sie das hier in dem Hessischen Landtag die nächsten Jahre dann auch noch weiterverfolgen. Wir glauben, dass Bürgerbeteiligung und Transparenz an dieser Stelle richtig sind. Es ist auch richtig, die Experten mit ins Boot zu holen, das Holm, aber auch die AG Nahmobilität, die der Minister ja aufgebaut hat. Ich glaube, wir brauchen einen umfassenden Diskussionsprozess. Und ich glaube, dass wir am Ende auch Gemeinsamkeiten haben. Und Sie haben ja auch bei unserer Initiative, bei den letzten Initiativen zugestimmt, Seilbahnen gemeinsam auf den Weg gebracht, Frau Wissler. Es besteht also Hoffnung auch für Gemeinsamkeiten mit den Linken. Ansonsten bleiben wir die Mobilitätspartei, die alles in den Blick nimmt. Wir freuen uns auf die Enquete-Kommission. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Kollege Naas beendete seine Rede am 11.11. um 11.11 Uhr, und ich kann sagen, die Kampagne ist eröffnet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe aufmerksam allen Reden zugehört. Ich habe aufmerksam auch der Rede der Oppositionsführerin gelauscht. Ich will das mal so sagen. Die Probleme sind richtig beschrieben. Richtig. Was mir aufgefallen ist in der Debatte, ist, dass ganz offensichtlich irgendwie noch nicht so wahrgenommen wurde, woran wir seit Jahren arbeiten. Und deswegen freue ich mich auf die Arbeit in der Enquete-Kommission, weil das vielleicht für alle auch ein bisschen zeigen kann, was die großen Herausforderungen der Zukunft sind, was aber auch die Lösungsansätze der Zukunft sein können. Wir haben ja vor 2,5 Jahren sozusagen unsere Hessen-Strategie. Ich halte die noch einmal hoch. Mobilität 2035, Hessenstrategie Mobilität 2035 veröffentlicht. Wer sich die ganzen Maßnahmen mal anschauen will im Laufe der nächsten 1,5 Tage, dem empfehle ich www.mobileshessen2030.de. Da ist viel beschrieben, da kann man sich alles runterladen, sich alles noch einmal anschauen, weil wir sind ja seit Beginn dieser Regierungskoalition dabei, Mobilitätspolitik als Schwerpunkt von dem, was wir so jeden Tag tun, wirklich zu betreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir arbeiten bereits an der Verkehrswende, und wir bekräftigen an dieser Stelle das Ziel, Hessen zum Vorreiter der Verkehrswende zu machen. Dieses Ziel ist hier dringend nötig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will das vielleicht an dieser Stelle noch einmal sagen, weil hier gerade der Vorredner, der Kollege Naas, so die Politik der Vorgänger irgendwie gelobt hat. Also, Herr Naas, also erstens, es stimmt, Dieter Posch hat die Telematik, die, muss man an dieser Stelle sagen, von anderen erdacht wurde. Wenn Sie da den Kollegen
Riegelhut, den jetzigen Präsidenten von Hessen Mobil, nehmen oder auch an dieser Stelle den Vorgänger von Kollegen Posch, Kollege Riehl beispielsweise. An dieser Stelle ist viel über die Frage nachgedacht worden, wie man aus bestehender Infrastruktur mehr rausholen kann. Allerdings, und das ist ein Problem, es war halt immer auch sehr aufs Auto bezogen. Und wenn ich das mal so sagen darf, ich bin ja ins Amt gekommen und habe einen Erlass meines Vorgängers erstmal, es war eine meiner ersten Amtshandlungen, rückgängig gemacht, den er 4 Wochen vorher in Kraft gesetzt hatte im Wahlkampf, dass man vor Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen Warnschilder aufstellt. Wenn das am Ende die Politik war, dann glaube ich, haben wir ein bisschen in den letzten 7 Jahren das Ganze sachlicher gemacht. Und da kann am Ende eine Enquetekommission nur weiterhelfen. Ja. Und wir arbeiten daran, seit Jahren den Verkehr besser zu machen, wirklich Mobilitätspolitik zu betreiben, verkehrsträgerübergreifende Mobilitätspolitik. Wir haben beim Schienenausbau viel erreicht. All die Projekte, über die jahrzehntelang immer nur geredet wurde, sind vorangekommen, sind teilweise im Bau, sind teilweise sogar eröffnet. Das ist ein Verkehrsminister, der sozusagen auch mal etwas eröffnen kann, wo er selber den Spatenstich gemacht hat. Das ist sehr selten. Aber selbst das habe ich schon erlebt. Stichwort Gateway Gardens. Der Homburger Damm ist im Bau. Drittes, viertes Gleis S6 ist im Bau. Regionaltangente West in der Planfeststellung, Nordmainische S-Bahn in der Planfeststellung, die ganzen großen Projekte der ICE-Trassen Frankfurt-Fulda, Frankfurt-Mannheim, aber auch weiter in Richtung Fulda, in Richtung Eisenach. All diese Bereiche sozusagen sind in Arbeit, und in den nächsten Wochen wird auch die Bahn den Trassenvorschlag machen für die ICE-Trasse Frankfurt-Mannheim. Und dann wird es spannend. Dann wird es nämlich am Ende darauf ankommen, ob dann den Worten auch Taten folgen und Unterstützung vor Ort, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil da hapert es dann oft. Es ist das eine, Sonntagsreden zu halten, und es ist das andere, ganz konkret vor Ort an der Umsetzung der Verkehrswende zu arbeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich will das mal so sagen, Herr Naas, weil, wissen Sie, überall, wo es konkret wird, ist die FDP dagegen. Citybahn Wiesbaden, FDP dagegen. U2-Verlängerung Bad Homburg, FDP dagegen. Regionaltangente West in Neu-Isenburg, FDP dagegen. Ich könnte das jetzt ewig weitermachen. Ich kenne kein einziges Projekt. Und Herr Lambrou, soll ich Ihnen mal was sagen? Als Sie die ganze Zeit hier so wild geklatscht haben, als der Herr Gagel hier seine Rede gehalten hat, und ich muss sagen, bei den Reden vom Herrn Gagel, da muss man echt aufpassen, dass man vor lauter Kopfschütteln keine Gehirnerschütterung bekommt. Aber als Sie da so geklatscht haben, da erinnerte ich mich an meine Überraschung, als ich Ende 2016 von Herrn Sparmann und Herrn Zimlin einen Brief bekam, wo 7 von 8 Fraktionen des Wiesbadener Stadtparlaments gesagt haben, wir sind für die Citybahn, weil ich es so komisch fand, dass am Ende Herr Lambrou unterschrieben hat, dass er für die Citybahn ist. Und ich frage mich an dieser Stelle, Herr Lambrou, was ist denn bei Ihnen da passiert? Was ist denn bei Ihnen da passiert? Also immer dann, wenn es konkret wird, dann geht es um die Frage, wie man es am Ende zu machen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen sage ich Ihnen sehr deutlich, eine der riesigen Herausforderungen der Zukunft wird sein, wie das, was theoretisch von vielen immer für richtig gehalten wird, von sehr vielen Menschen, von immer mehr Menschen, wie das dann am Ende konkret umgesetzt wird, wenn es an die Frage geht, wie man etwas umsetzt. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, Stichwort Verkehrspolitik in den Städten. Wir haben ja unterschiedlichste Herausforderungen. Wir sind mit der verkehrsintensivste Ballungsraum auf der einen Seite. Wir haben aber auf der anderen Seite auch sehr viel ländlichen Raum in Hessen. Wir müssen für beide Bereiche und auch für die sozusagen Bereiche dazwischen Antworten finden. Aber der ADAC beispielsweise hat letzten Monat eine Umfrage veröffentlicht. Das ist ja jetzt nicht die Vorfeldorganisation der Grünen. Und da haben Sie als Ergebnis herausgefunden, auf eine Umfrage, was oder wer sollte in der Verkehrsplanung in Ihrer Stadt am stärksten gefördert werden? Repräsentative Umfrage. 35% der Leute sagen ÖPNV, 19% sagen Fahrrad, und dann kommt Parkmöglichkeiten für Autos, 15%. Das heißt, über die Hälfte sagt ÖPNV und Fahrrad. Die spannende Frage ist, was passiert dann, wenn es konkret wird, wenn dann im Zweifel vielleicht auch mal, Stichwort Widerspruch, ein Parkplatz wegfällt für eine Radspur oder Ähnliches, und dann
entscheidet sich genau die Frage, was in der Realität passiert oder nicht. Und deswegen finde ich, auch darüber können wir in einer Enquetekommission mal reden, wie aus der theoretischen Erkenntnis am Ende auch die praktische Umsetzung vor Ort wird. Aber wenn es um Nahmobilität geht, meine sehr verehrten Damen und Herren, funktioniert das nur gemeinsam mit den Kommunen, anders eben nicht. Und an dieser Stelle bin ich dann gespannt, wie sich die Mehrheit dieses Hauses verhält. Und ich will einen Punkt noch sagen, liebe Kollegin Faeser. Ich wundere mich manchmal so ein bisschen über dieses Dreamteam Nancy Faeser und René Rock in vielerlei Hinsicht. Ja, also ältere Mitbürger erinnern sich, damals sagte man noch Sketche und nicht Comedy, an ein verrücktes Paar mit Grit Böttcher und Harald Juhnke. Also das wundert mich immer wieder, wie das irgendwie zusammenpasst. Gut, das ist sehr alt, diese Fernsehserie. Da gab es auch noch sozialliberale Koalitionen. Aber ich wundere mich manchmal an dieser Stelle, wie so etwas zusammenpasst. Weil wenn Sie dann wirklich in die Tiefe gehen, dann müssen Sie mal die Frage beantworten, ob das eigentlich Ihre Verkehrspolitik ist. Aber da können wir dann ja auch in der Enquetekommission drüber reden. Und ich stelle fest, letzter Punkt, wir müssen ganz offensichtlich unsere Öffentlichkeitsarbeit im Verkehrsministerium noch weiter verbessern, weil viel von dem, was hier sozusagen als Herausforderung beschrieben wird, das machen wir ja schon. Also wir haben die Mittel für die Radwege beispielsweise von 8 Millionen in 2016 auf dieses Jahr 23,5 Millionen Euro deutlich verstärkt, und wir haben keinen Antrag einer Kommune auf Förderung eines Radweges abgelehnt. Das heißt, wir müssen am Ende über die Frage diskutieren, wie vor Ort mehr passiert. Wir haben gemeinsam mit der AG Nahmobilität, wo inzwischen übrigens 270 Mitglieder dabei sind, dafür gesorgt, dass da vor Ort wirklich etwas passiert. Übrigens, an dieser Stelle habe ich mich auch erinnert an den Kollegen Rentsch aus der ersten Debatte über den Haushalt 2015 damals, der sich hier minutenlang von diesem Pult aus darüber lustig gemacht hat, was das für ein komischer Verkehrsminister ist, der sich Gedanken macht über das Zu-Fuß-Gehen. Das hat für ihn überhaupt nicht zusammengepasst, wie sich ein Verkehrsminister Gedanken machen kann über das Zu-Fuß-Gehen. Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle, über 20% der Wege werden zu Fuß zurückgelegt. Und natürlich muss man sich Gedanken machen, wenn man über Frage Nahmobilität redet, wie man zu Fuß-Gehen, Radfahren, Bus, Bahn, Auto, sozusagen sonstige Verkehrsmittel intermodal miteinander vernetzt. Da freue ich mich auf die Debatten in der Enquetekommission. Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktionen ist abgelaufen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich komme gleich zum Schluss. Wir haben bei der Sanierungsoffensive so viel Geld investiert in die Landesstraßen wie noch nie zuvor, mit dem Schwerpunkt Sanierung. Wir haben Rekordzuwächse im öffentlichen Personennahverkehr. Und das stimmt. Die Gründung der Verkehrsverbünde ist eine Erfolgsgeschichte. Im Gründungsjahr des RMV waren 530 Millionen Menschen unterwegs. Letztes Jahr waren es über 800 Millionen Menschen. Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte, die etwas mit neuen Angeboten zu tun hat, Stichwort Flatrate-Tickets, Stichwort sozusagen verbundweite wirksame Bereiche, die aber auch etwas mit neuen Angeboten sozusagen in der Infrastruktur zu tun hat, Stichwort X-Busse, Stichwort Nachtverkehr der S-Bahn, Stichwort Taktverdichtung mit allem, was dazugehört. Und an dieser Stelle will ich auch noch einmal mit einem Märchen aufräumen, Stichwort ländlicher Raum. Natürlich haben wir im ländlichen Raum keinen 7,5-Minuten-Takt, wie beispielsweise in Stadtbussen inzwischen. Aber die Allianz pro Schiene hat untersucht, wie eigentlich die Erreichbarkeit des öffentlichen Personennahverkehrs über das ganze Land hinweg ist. Und 96,1% der Hessinnen und Hessen, 96,1% der Hessinnen und Hessen haben in höchstens 600 Meter Entfernung eine Bushaltestelle oder in 1200 Metern eine Bahnhaltestelle, die von der am Tag 20 Mal etwas abfährt. Und das ist Platz 1 aller Flächenländer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auch an dieser Stelle arbeiten wir weiter daran, das zu verbessern. Der NVV beispielsweise führt ja jetzt schrittweise den Stundentakt ein. Das ist, in Frankfurt wäre das in Anführungszeichen ein Witz.
Aber diese Argumentation, ich habe hier eine Haltestelle, da fährt nur zweimal am Tag ein Bus, das stimmt nun wirklich im Hessen des Jahres 2020 so nicht mehr. Und wir müssen weiter daran arbeiten, es zu verbessern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, im Odenwald garantiert mobil, gefördert vom Land Hessen. Oder im Werra-Meißner-Kreis Mobilfalt, gefördert vom Land Hessen. Ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen 96,1%. Das schlechteste Land übrigens ist Mecklenburg-Vorpommern mit nur 3/4. Das zweitschlechteste ist Bayern. Ich glaube, an dieser Stelle sieht man, es kommt nicht darauf an, ob ein Land arm oder reich ist, sondern es kommt darauf an, welche Schwerpunkte man setzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, an dieser Stelle haben wir auch viel zu diskutieren. Ich will an dieser Stelle jetzt einen letzten Punkt sagen, weil wir am Ende natürlich auch über die Frage diskutieren müssen, was ist das Ziel des Ganzen? Und wir werden am Ende Hessen 2050 klimaneutral machen müssen. Und da muss der Verkehr seinen Beitrag leisten. Es geht überhaupt nicht anders. Dann ist aber die spannende Frage, in welche Bereiche gehen wir? Wir sind technologieoffen. Wir machen vom Wasserstoffbus über die Oberleitungs-Lkw, über die batterieelektrische Mobilität, sozusagen über die Frage der Fahrräder. Wir machen sozusagen alles, was man sich insgesamt nur vorstellen kann. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so, dass es am Ende nur darauf ankommt, was funktioniert. Und das muss man dann mit Macht vorantreiben. Deswegen freue ich mich darüber, dass wir gemeinsam hoffentlich in der Enquetekommission über die Frage diskutieren können, wie wir da noch besser werden können. Da liegt viel vor uns in den nächsten Jahrzehnten. Aber es wird auch seinen Teil dazu beitragen, die Diskussion zu versachlichen. Und das kann am Ende nur gut tun. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Wir sind damit am Ende der Aussprache zu dem Antrag auf Einsetzung einer Enquetekommission Mobilität der Zukunft Hessen 2030. Alles Weitere werden wir dann heute Abend im Verfahren abstimmen.